Alles klar. Müssen wir nochmal hier gegen Mia kämpfen. Fuck. Okay, so weit ist es nicht zurück. Egal, ich sammle das hier kurz auf. Vielleicht schneide ich auch noch ein bisschen was zusammen. Dann wird es nicht so langweilig. Gut. Ja, ja, ich weiß, wie das funktioniert. Zielen und Angriff. Ich schieb mal die Dinger hier so beiseite. Blup. Vielleicht findet sich da irgendwas noch. Aber ich glaube eher nicht. Komm hier, komm. Kann ich dir jetzt schon Schaden zufügen? Oh. Du hast mich im Haar. Schnell, nachladen. Ich muss die ganze Zeit nachladen, das dauert viel zu lang. Nein! Aua! Ich will nicht sterben. Lauf, 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 lauf! Oh, das war schon wieder so knapp. Nein! Lass das! Verflucht! Sie zählen auf mich! Alle zählen auf mich! Alle! Ja! Ich liebe dich! Ich liebe dich auch! Ich liebe dich auch, Mia! Oh, Mia, Mia! Ich will die Kreissäge! Ich will die Kreissäge! Scheiße, Mann. Die wird bestimmt wieder wach. Und die Leiter ist weg. Alles am Arsch. Und jetzt? Gut gemacht. Toll. Ich bin hier tot. Halbtot. Oh. Familie, wo kommt der jetzt auf einmal her? Hallo, Mia. Hallo, Papa. Na, toll. Na, klasse. Welcome to the family. Na, Spitzenklasse. Spitzenklasse. Komm schon. Stirb uns jetzt nicht weg. Du hast Arbeit zu erledigen. Aha. Hat jemand meinen Arm mit angetackert? Würde ich mal sagen, vielen Dank, gnädige Frau, dass Sie meinen Arm wieder angetackert haben. Ah, lecker Essen. Wo bin ich? Was zur Hölle? Gemacht, Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Wer sind Sie alle? Wo ist Mia? Ist das? Es ist gut. Er tut nicht mal, wenn man es ihm unter die Nase reibt. Oh, Lukas! Verdammt, Alter, war nicht schon wieder! Du bist im Weg, Margaret. Warum? Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Ja, Papi, fütter mich. Komm her, Junge. Los jetzt, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Er ist es nicht, Jack! Halt's verdammte Maul, Margaret! Ich hab das für ihn gemacht! Raus hier, verdammt! Du bist ein Mistkerl! Ja. Ich kann es nicht glauben, Mistkerl! Er ist es nicht! Das sollte ein ganz besonderes Festmahl sein. Komm her, Junge. Aua! Komm schon. Verdammt nochmal!
Ich wette, es ist wieder dieser Kopf. Verdammte Schweine. Ich komme zu dir zurück. Ja, bitte. Tu's nicht. Lebt die? Also ein bisschen lebt die noch. Ich muss mich irgendwie befreien. Aua. Ich habe meine Hand wieder. Ich habe meine Hand wieder. Und ich sehe ein Pulsmesser. Das ist gut. Da sieht man, wie verletzt oder nicht verletzt man ist. Und ich glaube, das Intro hier mit mir und so, das kann man nicht anders das spielen. Da kann man sie nicht... Ah, Nikos Hardware. Säge, Seil, Tierhalsband. Netto 563 und brutto 586 Dollar. Tierhalsband? 20 Stück? Mit 399 Euro? Ist ganz schön teuer. Ganz schön teuer. Was haben wir noch Schönes? Oh, noch ein Kühlschrank. Njam, njam, njam. Die haben immer so leckere Sachen im Kühlschrank. Sind das Eingeweide oder Schweinsfüße oder so sind das? Oh, appetitlich. Zumachen. Lecker. Schaut hier echt alles ziemlich, ja, ziemlich wohnlich aus. Ohne Ananas. Nee, Kraut. Ha, es gibt wieder grünes Kraut. Wie schön, man kann daraus Heilpaste machen. Wie schön. Resident Evil, wie man es gewohnt ist. Mehr oder weniger aus der Ego-Perspektive halt jetzt. Aber es gibt Kraut. Da geht's runter. Da habe ich eigentlich keinen Bock jetzt reinzugehen. Ich will erstmal noch die anderen Sachen durchschauen. Da geht's bestimmt nicht durch. Doch, da geht's entlang. Wo sind jetzt alle hin? Wo müssen wir entlang? Hey, Moment, da waren wir doch schon. Nee. Okay. Okay. Garage. Da geht's wieder zurück in den Speisesaal. Da ist Granny. Hallo Granny. Die guckt mich immer an. Das ist sehr gruselig. Das ist sehr creepy. Gruselig alte Oma. Oh, schönes Wohnzimmer. Ja, ja, nicht schlecht. Oh, da kann was aufmachen. Pistolenmunition. Aber ich habe keine Waffen mehr. Logischerweise wurden mir die abgenommen. Vielleicht finde ich noch irgendwo. Ah, was ist das? Kann ich was verwenden? Da kann ich was verwenden an dem Pendel. Aber das habe ich noch nicht. Unterwäsche. Crannys Unterwäsche. Oh, was haben wir hier? Der unverhüllte Abgrund. Clive R. O'Brien. Drei Männer auf Erkundungstour vermisst. Die Staatsbehörde bittet um Mithilfe, drei Männer ausfindig zu machen, die am 9. diesen Monats von New Orleans zur Gemeinde Dalvey reisten und seitdem unauffindbar sind. Bei dem Vermissten handelt es sich um Peter Walken, Andre Stickland und Clancy Chaves. Die drei produzieren Videos für das Internet und waren nach Dalvey gereist vor allem, um Videomaterial für ihre aktuelle Produktion zu drehen. Ihre Videos behandeln hauptsächlich die Erkundung von verlassenen Häusern und Spukhäusern. Okay, ja, logisch, die werden vermisst. Wir wissen auch, wo die sind. Sehr wahrscheinlich tot. Oder ein, zwei sind noch am Leben. Aber auf jeden Fall ist der André tot. Oder halt auch ein Zombie. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Sollen wir jetzt da entlang gehen oder draußen weiterschauen? Oder dort hinten? Was haben wir denn hier alles? Wir schauen einfach mal da weiter. Verschlossen. Ich habe auch das Bedürfnis, jetzt mal zu speichern. Was macht der da? Oh, er kommt. Oh nein. Daddy kommt. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich will hier rein. Ich will hier rein. Ich will hier rein. Nein, da kann ich nicht rein.
Verflucht. Dachtest du, du könntest dich vor dem Essen davon. Lass mich in Ruhe, Papi. Warum habe ich da nichts gefunden? Ich gehe in die Garage. Ich gehe in die Garage. Hilfe. Mit Klebeband. Was? Mit Klebeband gesichert? Ich kann es nicht öffnen. Komm raus, wo auch immer du bist. Und wo ist Papi? Ich brauche eine Schere. Hallo, das ist Klebeband. Das kann ich doch abreißen. Ist auch so ein Klebeband. Oh, ich kann dich riechen. Toll. Ich dich auch. Ich hoffe, ich mache kein Geräusch, wenn ich krieche. Wo ist er? Kein Weg heraus, weißt du? Hat er mich gesehen? Hat er mich gesehen? Der steht Ethan. Da noch. Ethan. Ich muss nach da hinten. Der folgt mir bestimmt. Meine Fresse. Du verschwendest deine Zeit. Ich muss hier ganz schnell raus. Lass das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo lang muss ich? Toll, Sackgasse. Papi? Das macht echt Spaß. Was ist das hier? Kellerklappe. Schlüssel für die Klappe zum Kriechkeller in der Speisekammer. Okay, sehr gut. Da brauche ich auch einen Schlüssel. Das macht überhaupt keinen Spaß. Was ist das? Wo ist mein kleiner Ethan? Was ist das? Kann ich auch noch Bilder anschauen. Papi. Dass ich dich finden werde, oder? Und wenn ich dich finde... Mach das doch auf! Schneller! Schön. Endlich. Ich bin gefangen. Nein, da geht's weiter. Gut, jetzt bin ich halt doch mehr gefangen und im Arsch. Weil hier unten kann ich mich noch weniger wehren gegen irgendwelche wahnsinnigen... antike Münze. Okay. Sehr schön. Mit der kann ich so viel anfangen hier unten. Mit der antiken Münze. Und damit kann ich unendlich viel anfangen. Hier muss es doch irgendwas geben. Vor allem, ich brauche halt irgendwie einen Seidenschneider oder eine Schere für... Wenn, da kommt jetzt Papi. Komm ich hier raus? Achso, aufstehen. Ih, was ist das? Jetzt bin ich hier. Hier kann ich speichern. Zum Glück. Speichern. Speichern.
Was haben wir hier noch Schönes? Haupthauses. Ah, jetzt sind wir im Haupthaus logischerweise. Flüssige Chemikalie. Auch schön. Kann man Sachen kombinieren. Noch ein Kraut. Kombinieren. Zweimal Kraut, einmal Kraut plus Chemikalie. Schließt Wunden und fördert die Zellregeneration. Stellt die Gesundheit teilweise wieder her. Und wie kriege ich das? Ah, hier klicken. Zack. Okay, ich brauche immer ein Kraut und eine Chemikalie. Aber man konnte doch auch immer zwei Kräuter zusammen kombinieren. Oh, was ist das? Aha, da kann ich Dinge abschlägen. Sowas wie die Münze zum Beispiel. Eine alte Gedenkmünze. Vielleicht brauche ich die für irgendwas. Ich hätte jetzt erwartet, wenn hier schon mein Führerschein, die E-Mail drin ist, dass ich da auch meine Waffen finde. Aber die haben sie, glaube ich, entsorgt. Was ist das? Eine alte Socke. Ach. Warum kann ich das denn anklicken? Unnötig. Unnötig. Entschuldigung, dass ich euch hier vollgehe. Unnötig. Ich nehme mal die antike Münze mit. Sicher ist sicher. Oh, was haben wir hier? Aha. Aufmachen. Einen Dietrich. Cool. Jetzt haben wir einen Dietrich und können die Tür aufmachen und sind wieder dort, wo wir davor waren. Oh oh. Ist es für mich? Ich gehe einfach mal dran. Ich glaube, das ist für mich. Gut gemacht, Ethan. So, stimmt's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du okay. Du musst aus dem Haus raus. Ach. Gibt einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und zack, los. Das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Eine sehr große Hilfe, diese Zoe. Eine sehr große Hilfe. Papi? Glaubt er erstmal wieder am Essen oder so? Ich glaube, der ist am Essen. Kann ich hier den Dietrich verwenden? Oh, die antike Münze. Ach so, ich dachte, die kann man hier einsetzen und dann öffnet sich das Tor oder so. Schade. Schon wieder so eine Wackelpuppe. Warum wackeln hier so ständig Puppenköpfe rum? Was soll das? Das ist creepy. Da wären mir Winkelkatzen lieber. Da wären mir diese Winkelkatzen lieber. Diese gruseligen, gruseligen Puppenköpfen. Football-Puppenspieler. Whatever. Ich glaube, er ist weg. Sind wir sicher? Fürs Erste sind wir, glaube ich, sicher, ja. Vitalität ist im grünen Bereich. Ich nehme mal kein Arzneimittel. Das spare ich mir auf für dann, wenn es brenzlig wird. Kann ich mich hier hinten verstecken vor ihm? Bestimmt. Der raschelt da doch noch rum, oder? Da hinten ist er. Ganz nah. Machen Sie auf! Hey, Polizist! Hey! Hey, Sie! Rettung! Hey, Sie müssen mir helfen! Ganz ruhig, zurück! Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein! Nein!
Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay, ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay, das klingt schon besser. Gut, treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Gute Idee. Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Besser als nichts. Besser als nichts. Sofort. Besser als nichts. Ein Taschenmesser. Was soll ich mit einem Messer? Stechen. Tju. Tju. Oma ist weg. Omi? Ich will dann hinten noch rumschauen. Oh, hör mal auf, hier rumzuknacksen. Blöde Türen. Von mir so hell. Einmal so hell hier. Ich glaube nicht, dass ich irgendwo mit einem Dietrich hier was aufkrieg. Naja, ich glaube, wir gehen mal in die Garage runter. Auf in die Garage!